Nach dem Pyramid, das hier steht, folgt nun vom Hersteller Tingteek ein weiteres Stativ. Allerdings eine oder zwei Nummern kleiner. Und zwar handelt es sich um dieses hier. Das ist das Tingteek Wing. Und wer sich schon immer für dieses größere Stativ interessiert hat, aber gesagt hat, ist mal vielleicht für meine Zwecke doch ein bisschen zu groß, zu robust und zu sperrig, der sollte dranbleiben. Vielleicht ist ja das Tingteek Wing für denjenigen eher etwas. In diesem Sinne, bleibt dran. Gleich schauen wir uns dieses kleine Reisestativ an. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist der 3. Advent, die Vorweihnachtszeit, und da habe ich mir gedacht, mache ich wieder mal ein neues Video. Und wie eingangs erwähnt, geht es wieder um ein bisschen Fotoequipment, und zwar in Form eines Stativs, das ich mir für euch näher angeschaut habe. Und zwar handelt es sich um dieses Stativ hier, ist von der Firma Tingteek. Die Firma Tingteek hat mich angesprochen, ob ich dieses neue Stativ aus deren Herstellung mir nicht mal genauer anschauen möchte, da ich bereits das Tingteek Pyramid, welches ihr hier auf der Seite seht, getestet habe und auch ein Video auf meinem Kanal dazu veröffentlicht habe. Das verlinke ich euch mal da oben übrigens. War ich natürlich neugierig, was die Firma Tingteek da jetzt für ein neues Stativ auf den Markt bringt, auch als Reisestativ klassifiziert, und habe da natürlich sofort zugesagt. Deswegen ist dieses Video auch als Dauerwerbesendung gekennzeichnet. Ihr könnt es schon augenscheinlich am Größenunterschied erkennen. Das Tingteek Wing ist also eine Nummer kleiner geraten als das große Pyramid. Ist natürlich beabsichtigt, weil hier handelt es sich klassifiziert um ein Reisestativ, und hier handelt es sich doch eher um ein Stativ für den Outdoor-Einsatz, dementsprechend größer und robuster, stabiler, und auch von der Ausführung her größer ist dieses Pyramid natürlich hier entwickelt und hergestellt worden. Aber wir schauen uns heute mal dieses kleinere Wing an, und deswegen stellen wir das größere erstmal zur Seite und widmen uns dem kleineren Wing. Wing, der Name ist da anscheinend Programm oder soll hier Programm sein. Das heißt Wing, Flügel. Drückt ein bisschen hier das aus, dass es hier sich um ein Leichtgewicht handeln soll. Und ich muss sagen, es ist auch schon mal vom Packmaß völlig okay. Und auch vom Gewicht her ist es jetzt ein relativ leichtes Stativ. Die verarbeiteten Materialien stehen dem größeren Bruder hier in überhaupt nichts nach, habe ich festgestellt. Es ist auch hier Carbon verbaut. Es sind hochwertige Alu-Materialien oder Alu verbaut. Hier sind die Beinsegmentverschlüsse sind zum einen hier mit Drehmechanismen ausgestattet, die man hier sehr schön feststellen kann. Ich bin ja immer ein Fan von diesen Drehverriegelungen, weil sie sich für mich zumindest leichter oder einfacher handhaben lassen als diese, ja, was weiß ich, irgendwelche Klappverschlüsse oder dergleichen. Da bin ich also ein Fan davon. Also hier, genau wie beim großen Bruder, die Drehverriegelungen sehr gut verarbeitet. Und hier wackelt auch nichts, wenn man das hier festdreht. Bis nach vorne hin zum letzten Beinsegment. Die Beinsegmente bestehen auch wie beim großen Bruder hier aus drei Teilen. Und auch hier, wenn ich das jetzt mal, ich habe es jetzt festgedreht, und wenn ich jetzt mal hier versuche zu biegen, also da wackelt auch gar nichts. Das ist sehr stabil ausgeführt, das Ganze. Wenn wir uns hier die Verriegelungen an den Gelenken anschauen, auch selber derselbe Standard hier wie beim Pyramid, sind auch diese Verriegelungen, die man rauszieht, die dann auch herausen bleiben. Das ist mir auch lieber wie so ein federgelagerter Klappmechanismus, bei dem man mit dem Daumen immer einen gewissen Druck ausüben muss, wenn man das Bein hier bewegt. Das ist hier nicht so. Man stellt es ein und drückt dann diese Verriegelung wieder nach unten, und schon ist das Bein wieder festgestellt, sozusagen. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz das Gewicht dieses Stativs an. Es ist angegeben mit 1,4 Kilogramm. Das werden wir hier mal kurz nachtesten. Ich habe jetzt hier den Kugelkopf drauf. Momentan habe ich festgestellt, ist es im Handel nicht mit Kugelkopf erhältlich. Den müsste man also separat ordern. Es ist mir aber, muss ich zugegebenermaßen sagen, momentan noch nicht gelungen, diesen Kugelkopf hier aufzutreiben. Das ist leider Gottes so. Ich versuche das jetzt mal hier so abzustellen auf der Waage.
und die Waage spricht 1425 Gramm, also 1,4 Kilogramm, entsprechend den Angaben des Herstellers. Das Packmaß in zusammengeschobenem Zustand hier beträgt ca. 55 cm. Sprechen wir noch mal kurz über die Arbeitshöhe des Wing. Und zwar beträgt die maximale Höhe, die man erreichen kann, jetzt ohne Stativkopf 1,34 Meter. Wenn man allerdings dann den Stativkopf drauf hat und noch eine Kamera drauf hat, das machen wir jetzt mal. Und zwar nehmen wir uns mal die Canon EOS 80D und setzen die mal auf. Und dann sehen wir, dass wir doch eine ganz oder relativ angenehme Arbeitshöhe da erreichen können. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, es handelt sich hier um ein Reisestativ, das ja bestimmte Kriterien erfüllen soll. Und zu diesen Kriterien gehört natürlich auch, dass es ein gewisses Packmaß und damit natürlich auch verbunden eine gewisse Höhe nicht überschreitet. Ja? Und hier beim Tinktic Wing ist es eben so, dass man hier ohne Stativkopf 1,34 Meter erreicht und man muss halt wissen, wenn man jetzt ein bisschen größer gewachsen ist, ob man den Kompromiss dann eingeht. Ich denke mal, als Reisestativ ist es mit diesen 1,34 Meter auf jeden Fall gut geeignet. Kommen wir noch mal kurz zurück auf die Verarbeitung und die verwendeten Materialien, die ja bei beiden Stativen nahezu identisch sind, sage ich jetzt mal. Es ist also Aluminium verbaut, es ist Carbon verbaut. Die Verarbeitung ist sowohl beim großen als auch hier beim kleineren Reisestativ meiner Ansicht nach sehr gut. Da wackelt also nichts, da klemmt nichts. Die Beine sind die haben einen sehr gesunden Widerstand. Natürlich ist es möglich, mit dem beigefügten Werkzeug, es sind hier Inbusschlüssel beigefügt, die Stativbeine nochmal nachzuziehen, wenn sie sich vielleicht mit der Zeit ein bisschen lockern. Das kennt man ja von Stativen, dass es hier mit der Zeit durch diese andauernden Bewegungen, dass sich hier die Schrauben, diese Inbusschrauben durchaus mal lockern können. Ist kein Qualitätsmangel, sondern ist ganz normale Erscheinung. Dafür sind diese Inbusschlüssel auch beigefügt. Was mir auch zudem sehr gut gefällt, ist, dass sowohl das Wing als auch das Pyramid mit so einer Transporttasche hier ausgeliefert werden, die qualitativ sehr hochwertig ist, nach meinem Empfinden. Ist also gar nicht vergleichbar mit den sonst bekannten Taschen, die bei diversen Stativen da mitgeliefert werden. Die hier oder diese Taschen bei den Stativen, die sind gepolstert, haben einen sehr robusten Reißverschluss, haben hier eine Außentasche, in der sich praktisch das mitgelieferte Zubehör befindet. Ist auch bei beiden Stativen identisch. Das heißt, man hat sowohl beim großen als auch hier beim Reisestativ die Möglichkeit, die Gummifüße hier vorne oder hier unten an den Stativbeinen abzuschrauben und durch die hier mitgelieferten Spikes zu ersetzen. Bietet sich natürlich an, wenn man hier outdoor oder auf unbefestigtem Untergrund arbeitet mit dem Stativ. Da möchte man ja nicht unbedingt hier sich die Gummifüße ruinieren, sondern kann hier eben mit diesen Spikes arbeiten. Zudem liegen dem Stativ drei Karabiner bei. Da hole ich jetzt mal einen raus hier aus der Tüte. Diese Karabiner kann man am Stativ entweder hier unten befestigen. Da ist also ein Gewinde zur Aufnahme von so einem Karabiner, an dem auch eine Schraube befestigt ist. Oder seitlich. Man kann also hier, wenn man es unten anbringt in der Mitte, kann man das Stativ, wenn es dann ausgezogen ist, vielleicht mit seinem Fotorucksack oder dergleichen noch einmal ein bisschen stabilisieren. Oder man kann das hier auch seitlich anbringen. Das mache ich jetzt mal, wenn ich es auf die Schnelle reinbekomme. Und kann hier eventuell noch Ballast oder natürlich auch Fotoausrüstung hier noch hinhängen. Es sind also auch drei solche Karabiner dabei. Was auch noch ein positiver Punkt ist, jetzt kommen wir mal kurz zum Preis. Ohne Stativkopf, der Preis liegt, ich habe jetzt wieder bei Amazon das Stativ nur gefunden, ja leider, ist so, liegt bei derzeit ca. 180 Euro. Wenn ich mich genau entsinne, ist es sogar momentan noch so, gestern war das noch, dass hier, wenn man da jetzt kauft, einen 10%igen Rabatt auf den Kaufpreis erhält. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, müsst ihr selber mal nachschauen. Aber auf was ich raus wollte, ist folgendes Ausstattungsmerkmal. Und zwar, ihr seht ja hier diese Feststellschraube. Das ist genau dieselbe Feststellschraube wie hier am Pyramid. Und beide Stative verfügen eben an dieser Feststellschraube über diese kleine Friktionsschraube. Mit der kleinen Friktionsschraube ist es möglich, ihr habt es auch schon gesehen in meinem Video zu diesem Stativ hier, ist es eben möglich,
das Drehmoment dieser Feststellschraube zu verändern. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Schraube ganz aufschrauben würde, ist ja der Kugelkopf sehr locker. Wenn ich jetzt aber eine Kamera drauf habe, könnte es ja passieren, dass wenn ich versehentlich zu weit aufdrehe, dass mir die Kamera abkippt und eventuell Schaden nimmt. Das kann man hier mit dieser Friktionsschraube ganz gut verhindern, indem man praktisch der großen Verriegelungsschraube nur die Möglichkeit gibt, bis zu einer gewissen Stelle aufdrehbar zu sein, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn ich jetzt diese Friktionsschraube hier zudrehe, kann ich auch die große Verriegelungsschraube nur bis zu diesem Punkt hier aufschrauben. Also da könnte man entsprechend des Gewichts der Kamera hier oben am Kugelkopf, könnte man hier das Drehmoment einstellen, dass, wenn man hier aufdreht, zwar die Kamera noch beweglich ist, aber eben nicht so weit beweglich ist, dass er eventuell abkippen könnte. Ja, jetzt haben wir die EOS 80D schon drauf gehabt hier auf dem Wing und ich habe noch gar nichts zur Tragkraft erzählt. Also laut Hersteller ist hier eine Tragkraft angegeben bis zu 8 Kilogramm. Und wenn ich jetzt mir nochmal die 80D herhole, da ist momentan drauf das Sigma 17 bis 50 mm f2.8. Ist auch ein relativ schweres Zoom-Objektiv. Die EOS 80D hat ja auch ein gewisses Gewicht. Wir können das mal kurz ermitteln, indem ich mir meine Waage wieder herhole. Schalten wir die nochmal schnell an. Also diese Kombination bringt auf die Waage 1,3 Kilogramm. Ihr seht schon, sehr, sehr hohe Gewichtsreserven hier noch, was das Wing hier aufbietet oder was das Wing hier bietet. Und ist also diese Kombination für das Stativ keine Herausforderung. Was ich vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass das Stativ natürlich hier eine Skala hat für Panoramaaufnahmen damit verwendbar ist und dass man mit diesem Stativ natürlich auch sehr bodennah arbeiten kann. Das zeige ich vielleicht nochmal, indem ich hier alle Verriegelungen hier oben am Gelenk löse und dann lassen sich natürlich die Stativbeine sehr weit noch abspreizen, sodass man also wirklich dann auch sehr bodennah praktisch mit diesem Stativ arbeiten kann. Ja, das soll es auch fast schon wieder gewesen sein hier zum Reisestativ Wing von der Firma ThinkTeak. Falls ihr noch Fragen habt zu beiden Stativen, gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche das alles zu beantworten. Wenn das Video hilfreich und interessant für euch war, dann lasst mal ein Like da, würde mich freuen. Abonniert meinen Kanal, dann versäumt ihr keines meiner Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine besinnliche und ruhige Vorweihnachtszeit. Falls wir uns nicht mehr hören, respektive sehen, dann ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Beschluss und alles Gute im neuen Jahr. Der gute Beschluss bzw. Silvester und auch Weihnachten natürlich wird ja heuer ein bisschen besinnlicher und ruhiger ausfallen, als wir es vielleicht gewöhnt sind und als wir es uns vielleicht alle wünschen. Aber wir hoffen, dass es eine einmalige Angelegenheit bleibt. Trotzdem sollte man das genießen. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.